Falls Sie für Ihr Bauvorhaben einen Anschluss an das Erdgasversorgungsnetz benötigen, befolgen Sie bitte diese 6 Schritte, damit wir die Art Ihres Projekts sowie Ihren Energiebedarf besser beurteilen können. Im ersten Schritt melden Sie sich in Ihrem Kundenbereich an und beginnen Sie mit dem Ausfüllen einer Anschlussanfrage an das Erdgasversorgungsnetz. Hier werden Ihnen eine Anzahl obligatorischer Fragen gestellt. Angaben zu dem anzuschließenden Objekt, eine Beschreibung Ihres Bauvorhabens sowie alle benötigten Informationen, um Ihren Antrag zu vervollständigen. Die beizufügenden Unterlagen können während Ihres Antrags hochgeladen werden. Im zweiten Schritt und nach Bestätigung Ihrer Unterlagen werden Sie gebeten, mit einem Kiosk-Mitarbeiter in Kontakt zu treten, der dann vor Ort eine Bestandsaufnahme durchführt. Durch diesen Schritt werden die Anschlussbedingungen festgelegt. Am Ende des Besuchs gibt Ihnen unser Mitarbeiter eine Beschreibung der vorzubereitenden Bauarbeiten. Und ein Anschlussvertrag und Auftragsformular werden ausgehändigt, die Sie bitte unterschrieben an uns zurücksenden. Im dritten Schritt werden die Anschlussarbeiten, insbesondere der Einbau des Leitungshahns im Eingangsbereich des Gebäudes, ausgeführt. Für die Durchführung der Bauarbeiten ist der Einsatz eines Alugaz-zertifizierten Tiefbauunternehmens erforderlich. Der vierte Schritt besteht aus dem Einbau der Gasanlage durch einen in Luxemburg zugelassenen Gasinstallateur. Bitte beachten Sie, dass Kreos vor Arbeitsbeginn mittels dem Antrag auf Inbetriebssetzung einer Installation und des Formulars von Alugaz über seinen Einsatz in Kenntnis gesetzt werden muss. Der vorletzte Schritt ist die Benachrichtigung der Fertigstellung. Ihr Gasinstallateur ist verpflichtet, Kreos die Fertigstellung des Einbaus der Gasanlage zu melden und einen Termin zur Installation des Zählers zu vereinbaren. Die sechste und letzte Etappe besteht aus der Überprüfung der Installationskonformität sowie der Installation des Zählers durch Kreos. Die Anwesenheit Ihres Gasinstallateurs ist erforderlich. Die entsprechende Rechnung als auch der Netznutzungsvertrag werden Ihnen per Post zugestellt.